1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 5 Minuten. Zu spät. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten sofort jetzt mit einer offenen Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch in 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Jacqueline und die Jacqueline ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jacqueline, um was geht's? Also ich habe ein Problem. Ich habe jetzt vor kurzem meine Arbeitsstelle als Bürokauffrau gewechselt und gedacht, dass alles besser wird, weil ich auf der alten Stelle sehr gemobbt worden bin von den Arbeitskollegen. Mhm. Und habe halt gehofft, dass auf der neuen Stelle besser wird. Da habe ich auch erstmal gedacht, dass alles in Ordnung ist und habe mich auch mit ein paar Arbeitskollegen gut verstanden, auch mit meinem Partner, mit dem ich zusammen ein Büro habe, mhm, wo man sich auch privat getroffen hat. Und wie gesagt, ich habe mich halt in den Mann verguckt, habe gedacht halt, dass es eine große Liebe werden kann. Wie gesagt, diese rosarote Brille auf hatte. Stopp, das hast du mir noch nicht gesagt. Du hast dich gleich in den Mann, mit dem du da im Büro sitzt, verknallt. Ja, also wir haben uns mal getroffen und dann ist es halt bei mir passiert, dass ich mich halt in den Menschen verguckt hat, weil ich auch, wie gesagt, vorher noch keinen Freund hatte, eine feste Beziehung, weil ich mich halt nur auf die Arbeit konzentriert habe. Ach, du bist 32 Jahre alt, du hattest noch nie einen Partner. Nein, ich hatte noch nie einen Partner, weil ich da auch gar keine Zeit zu hatte. Naja, Zeit früher hat man ja immer für einen Partner. Ja, aber früher war das ist ja eine komische Ausrede. Früher war das halt so, ich sollte mich nur auf die Schule und auf meine Ausbildung konzentrieren und das Problem ist auch halt, dass ich sehr klein bin und sehr adipös bin. Das heißt, du bist ein bisschen pummelig. Genau. Wie pummelig bist du? Wie wiegst du und wie groß bist du? Also ich bin 1,60 Meter groß und wiege 110 Kilo ungefähr jetzt. Ja, das war schon, also immer so, hast immer eher Probleme mit dem Gewicht gehabt? Also, ja, das war schon früher so. Ja, du hast noch keinen Partner gehabt bisher, hattest du auch noch gar keinen Sex? Also ich hatte jetzt das erste Mal Sex mit dem Mann, den ich halt auf der Arbeit kennengelernt habe. Ah, also bisher keinen Sex? Nein, bisher noch keinen Sex. Nach wie vielen Tagen hast du dich in den verliebt eigentlich auf der neuen Arbeit? Also wir haben uns ungefähr so eine Woche getroffen und dann, er hat mir immer Komplimente gemacht, weil ich das noch nie kannte, diese Komplimente von anderen Menschen. Und dann habe ich mich halt in den Menschen so ein bisschen verguckt. Verstehe. Und dann haben sich automatisch also bei mir Gefühle entwickelt, die ich auch vorher noch nicht kannte. Ja, also haben die überwältigt sozusagen. Ja, ja, weil ich dieses Verhalten von einem Menschen, sprich von einem Mann, nicht kannte. Genau, dass der sich um dich bemüht und dass er sich interessiert für mich als Person und nicht nur auf mein Äußeres geht. Ich habe das richtig verstanden, dass du mit dem in einem Büro sitzt. Ich sitze mit dem in einem Büro, also sitzt gegenüber von mir und man sieht sich halt tagtäglich. Mhm. So, jetzt hast du dich in den verliebt, ihr hattet Sex, du hattest den ersten Sex in deinem Leben mit 32. Genau. Liegt das gerade ein paar Wochen zurück oder wie lange liegt das zurück? Also der Sex, der liegt schon länger her, der war Anfang Dezember. Naja, okay, das ist ja nicht lang. Ist nicht lang, aber... Eigentlich müsste man dir doch jetzt gratulieren. Du hast einen neuen Job, du hast dich verliebt, du hattest deinen ersten Sex, wenn du erst mit 32, aber immerhin. Wie war es eigentlich? Wie war der Sex? Also für mich war der Sex gut, weil ich weiß auch nicht, ob ich oder wie man das so sagt, aber für mich war es ein schönes Gefühl. Ja? Nur das Problem ist jetzt, hat auch meine Periode jetzt ausgesetzt gehabt und ich habe mir halt auch Gedanken gemacht und dann habe ich auch einen Schwangerschaftstest gemacht und dann bin ich halt jetzt schwanger. Nein. Doch. Du hast das erste Mal Sex in deinem Leben und wirst sofort schwanger. Ja, leider. Das ist ja abgefahren. Ja. Ja, und das Problem ist halt, er möchte jetzt nichts mehr von mir wissen und ich habe jetzt auch von anderen Kollegen erfahren, dass er halt eine Freundin hat, mit der lebt er auch zusammen. Ach, und ich habe ihn halt darauf angesprochen, auch Anfang Januar, dass ich halt schwanger bin. Ja. Und er wollte davon nichts wissen. Er sagt, es ist nicht von mir. Und
beachtet mich halt gar nicht mehr und das macht mich halt sehr, sehr traurig. Aber ihr sitzt nach wie vor jeden Tag 8 Stunden in einem Zimmer zusammen? Ja, wir arbeiten halt noch zusammen, er beachtet mich kaum. Ihr sitzt alleine, Moment, ihr sitzt alleine in einem Zimmer? Ja, das ist ja, wir sitzen alleine in einem Zimmer, das ist ja auch eine furchtbare Situation für dich. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich den Arbeitsplatz wechsle, aber ich denke mal, das kommt auch nicht so gut, wenn man ständig seinen Arbeitsplatz wechselt. Nein, natürlich nicht. Also diese Schreibtische stehen sich gegenüber. Also du sitzt hier und er sitzt dann dir direkt gegenüber. Genau, man kann sich halt genau angucken, leider. Er sagt jetzt, das sei gar nicht von ihm, das Kind? Es sei gar nicht von ihm und er möchte damit nichts zu tun haben. Und dann, was mir nichts anderes übrig bleibt, ist halt eine Vaterschaft seiner Meinung nach zu machen. Aber ich bin mir halt ganz sicher, weil, wie gesagt, das ist der erste Mann gewesen, mit dem ich Sex hatte. Ja. Und es kann kein anderer sein. Dann ist es ja bombensicher, wenn du keinem anderen Sex hattest. Nee, ich bin mir da definitiv sicher. Auch wenn du keine Erfahrung hast, aber dir war das Thema Verhütung doch sicherlich ein Begriff, ne? Oder? Klar, aber ich denke mal auch, dass ich in dem Augenblick sehr naiv war und diese, wie sagt man so, diese rosarote Brille hatte, weil ich, wie gesagt, gedacht habe, das ist ein Mann, den ich meine Zukunft mitteilen kann. Hast du dem das eigentlich erzählt, dass du noch nie Sex hattest? Also erzählt habe ich es ihm nicht, weil mir das auch sehr unangenehm noch ist, in dem Alter noch keinen Sex zu haben. Ja. Jetzt hat er seinen Spaß mit dir gehabt und lässt sich vollkommen hängen. Genau. Und du bist schwanger. Und ich bin schwanger und ich weiß halt nicht, wie ich hier reagieren soll. Ich habe auch schon mit meinen zwei besten Freundinnen Steffi und Birgit drüber gesprochen. Aber die können mir auch keinen Rat geben, wie ich mich verhalten soll. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz, ganz persönliche Entscheidung deinerseits. Willst du ein Kind haben oder das Kind haben oder willst du jetzt noch kein Kind haben? Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und ich weiß auch, wenn man abtreibt, dass das halt wieder gering ist, dass man nochmal schwanger werden kann und deshalb möchte ich das Kind gerne kriegen. Mhm. Ich habe mir da viele Gedanken schon seit paar Tagen, Wochen Gedanken drüber gemacht, seitdem ich das jetzt weiß, ob ich das Kind halt kriegen möchte oder nicht, aber ich habe mich halt dafür entschieden. Du bist jetzt in der wievielten Schwangerschaftswoche? In der 6. Woche erst. In der 6. Woche, also die Entscheidung ist gefallen, du willst das Kind haben. Das möchte ich definitiv bekommen, ja. Das heißt, dein Leben wird sich radikal verändern. Natürlich. Ab sofort. Nur der Vater will halt nichts wissen und ich bin halt sozusagen auf mich allein gestellt, weil mit meiner Familie habe ich jetzt auch nicht mehr so großen Kontakt, nur halt zwei Freunde, die halt für mich da sind, aber selber ein Leben auch führen, ne? Das heißt, du wirst unter Umständen, oder was heißt unter Umständen, du wirst dann auch erstmal nicht arbeiten können, wenn du dann das Kind hast? Zunächst mal nicht. Ja, davor habe ich halt auch Angst. Ja. Und das finanzielle Problem wird ja auch groß sein. Genau. Und er muss halt dann die Vaterschaft anerkennen. Das musst du halt auch alles dann arrangieren, dass er dir auch das entsprechende Geld zahlt. Also da kommt eine ganze Menge auf dich zu. Ja, ich habe da schon echt Bammel vor. Und ich mache mir auch schon Gedanken. Pass auf, alles, was man da jetzt regeln muss, also die Grundentscheidung ist gefallen, du möchtest das Kind haben. Genau. Weiter ist ein Fakt, dass der von dir nichts wissen will. Im Gegenteil, er streitet sogar ab, dass er der Vater des Kindes ist. Genau. Eine sehr schwierige Lage für dich. Was man da jetzt alles wissen muss und wie man sich da am besten gut informiert und berät, das würden wir dir gerne alles in Ruhe im Hintergrund sagen, Jacqueline. Natürlich, sehr gerne. Du brauchst jetzt einfach gute Infos an deiner Hand, wie du dich demnächst verhältst. Da sind viele organisatorische Sachen zu berücksichtigen, da geht es ums Geld und so weiter. Psychologische Sachen auch noch. Genau, davor habe ich auch sehr Angst, dass ich das psychisch nicht so ganz hinkriege. Ist das nicht für dich ein komplett absurdes Gefühl? Du hast so lange keinen Sex gehabt, dann hast du einmal Sex und bist gleich schwanger. Und dann werde ich schwanger. Man hat sich das immer, wo man jung war, gewünscht, dass man schwanger wird, dass man Kinder kriegt, glücklich wird. Und jetzt habe ich das Problem, ich habe keinen Mann und bin schwanger und stehe alleine da. Ja, genau. Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. So in der Art habe ich das auch noch nie gehört. Ja. Aber wenn du das Kind willst, wirst du dich auch bald auf das Kind freuen, sicherlich. Und das ist dann ja auch ein großes Glück für dein Leben, wenn auch alle anderen Umstände kompliziert sind. Und dieses Glück macht dann auch schon wieder vieles wieder gut an Problemen, in denen du da drin steckst. Ich hoffe, Jacqueline, dass das Kind mir auch sehr Kraft gibt. Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit, gar keine Frage. Aber was ist das für ein Kerl? Das abzustreiten, dann hat er eine Freundin, von der du vorher nichts wusstest. Hat der dir denn eigentlich auch so ein bisschen vorgegaukelt, dass er in dich verliebt sei? Ja, er hat mich schön geredet und mir Komplimente gemacht und dass er sich was vorstellen könnte mit mir und dass das was wird und man müsste sich halt nur ein bisschen öfters mal treffen und so weiter. Der wollte und dich im Endeffekt nur, wollte er halt nur Sex haben. Genau, der wollte dich nur in die Kiste bringen. Genau, leider. Erträgst du das überhaupt, da noch mit dem jeden Tag dann 8 Stunden in einem Raum zu sein? Also es ist sehr schwer, ich muss sehr mit mir kämpfen immer. Ich stelle es mir sehr bedrückend vor, wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit so einem Typ den ganzen Tag zusammen und man muss ja auch miteinander reden, irgendwas. Und ja, wir reden halt nur das Nötigste über die Zeit und man hat immer so ein Gefühl von Traurigkeit und Hass auf so einen Menschen. Hat der dich denn jetzt schon versucht, irgendwie zu bedrängen, dass du abtreibst? Nein, das hat er noch nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Ich hoffe, dass das auch nicht kommen wird. Ja. Weil im Endeffekt stellt sich ja eh raus, dass er der Vater ist, ne? Absolut, natürlich, ja klar. So, Jacqueline, jetzt wirst du sehr kompetent von meiner Psychologin, der Sabine, beraten. Die arbeitet heute im Hintergrund bei mir. Du legst bitte auf und die Sabine ruft dich gleich an. Alles klar, vielen Dank. Viel Glück wünsche ich dir und dass sich das alles gut regelt und du dann auch entspannt dann dich auf dein Kind konzentrieren kannst. Das wünsche ich dir sehr. Alles klar, vielen, vielen Dank. Gerne, Julian. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass mich jetzt während unserer Weihnachtspause sehr viele Briefe und Mails erreicht haben. Viele Weihnachtswünsche, Glückwünsche zum Geburtstag und zu Neujahr. Ich danke euch wirklich sehr, sehr herzlich und seid bitte nicht böse, wenn ich nicht jeden Brief persönlich beantworten kann oder jede Karte. Gelesen und registriert ist alles. Das verspreche ich euch auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das hat mich sehr gefreut, wenn man dann so aus dem Urlaub kommt und dann das vorfindet. Das ist schon ein tolles Gefühl. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. So, weiter geht es mit dem Charlie. Charlie ist 40. Guten Morgen, Charlie. Ja, hallo, ich bin 47. Ah, 47. Bitte um Entschuldigung. Ja, nicht dafür, nicht dafür. Charlie, was geht's bei dir? Ganz einfach. Erstmal wünsche ich dir ein frohes Neues. Danke, dir auch. Ja, ich hoffe, dein Urlaub war okay gewesen. Alles wunderbar, ganz entspannt. Super, ne? Ich sehe deine Sendung regelmäßig, jede Nacht um 1. Ja? Ja, doch, weil da sind manchmal Themen bei, die mich doch entweder berühren, betreffen oder die einfach interessant sind. Ja, jetzt muss ich aber dazu sagen, wir haben, ich weiß nicht, ob man dir gesagt hat, dass ich aus dem Knast anrufe. Nee, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass du Charlie heißt. Mehr weiß ich nicht. Ach so, nein, ich rufe aus dem Knast an. Darfst du das? Nee. Also um die Uhrzeit eigentlich nicht. Ich habe mit einem Kumpel zusammen habe ich ein Handy. Ja. Und die Dinger sind ja eigentlich überhaupt nicht gestattet. Bloß um die Uhrzeit ist das Risiko erwischt zu werden nicht mehr so groß. Weswegen sitzt du im Knast? Ja, wegen mehreren Sachen. Rotlicht und BTM und Gewaltsachen und so. Ich bin in der Sicherungsverwahrung seit anderthalb Jahren knapp. Sicherungsverwahrung heißt? Man hat seine Haftstrafe abgesessen, bleibt aber weiter im Knast. Und tritt halt die Sicherungsverwahrung an und die habe ich am 30.10.2009 angetreten. Und die währt und die dauert wie lange? Also bei dem derzeitigen Stand der Dinge ist er nach oben hin offen. Oh, das heißt, ja. Du hast einiges auf dem Kerbholz? Ich habe einiges auf dem Kerbholz, ja. Wie lange warst du inhaftiert? Ich bin 7,5 Jahre war ich in Haft und sitze jetzt seit, also im April bin ich 1,5 Jahre in der Sicherungsverwahrung, in der sogenannten SV. Und also ist schon ein heftiges Brot. Man weiß nicht, wann man rauskommt. Jetzt erzähl mir doch bitte doch mal ausführlicher, was du gemacht hast. Also das sind BTM-Sachen. Ich hab, also BTM heißt, du hast mit Drogen gehandelt? Ja, Kokain und Hasch und so eine Sachen. Ich muss das, ich bin Rocker. Ja. Ich komme aus der Rocker-Szene. Ja. War früher mit namhaften Clubs befreundet etc. und bin aber Freebiker. Ja. Kannst du sagen, mit welchen Clubs du verbunden warst? Nee, das möchte ich jetzt so in der Öffentlichkeit nicht unbedingt sagen. Okay, das ist so diese Rocker-Ehre. Drogengeschichten. Aber wegen Drogengeschichten kommt man nicht in Sicherheitsverwahrung. Da muss es noch schlimmer zugegangen sein. Ja, auch Gewaltsachen etc. Was hast du gemacht an Gewaltsachen? Naja, also ich bin vorbestraft wegen Gewaltsachen, unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge, Raub und so eine Sachen. Das war so meine frühere Zeit, wo ich noch richtig aktiver Rocker war. Das heißt, du hast Menschen so zusammengeschlagen, dass sie gestorben sind?
Nee, das ist das mit der Körperverletzung und so, das Folge ist beim Sport passiert. Ich bin Kampfsportler. Ich hatte einen Titelkampf um die Berliner Meisterschaft und mein Kontrahent, der Herausforderer, den habe ich versehentlich so böse am Kopf getroffen, dass er ein halbes Jahr später an einer Lungenentzündung gestorben war und dafür habe ich Knast gekriegt. Ja. Was noch? Naja, Raubdelikte halt hauptsächlich und Gewaltsachen Schulden eintreiben und was man als Rocker halt so macht. Also man muss dich ja schon als äußerst gefährlich und brutal einstufen, wenn man dich in Sicherheitsverwahrung steckt. Ja, das war laut Gutachten und die Gutachten sind alle so, da kann man eigentlich nur dazu sagen, dass die Fälligkeitsgutachten sind. Die Richter wollen eigentlich rauslassen, weil das ist doch so, erst kommt der Klient, dann kommt der Gutachter, dann kommt der Richter und dann kommt der Politiker. So ist es. Und bei dem derzeitigen Stand der Dinge in der Politik würden die uns am liebsten gar nicht rauslassen. Wir haben hier mehrere Sicherungsverwahrte, die ihre Sicherungsverwahrung nach dem alten Stand der Dinge längst abgerissen haben und entlassen werden müssen. Aber die Justiz und die Politik wehren sich irgendwo dahin. Okay, wollen wir erstmal nicht allgemein reden. Du hast 7 Jahre im Knast gesessen. Hast du vorher, ich meine, du bist jetzt schon 47, hast du vorher in deinem noch davor währenden Leben auch schon Haftstrafen gehabt? Naja, im selben Knast, wo ich gerade sitze. Damit sind 8 Jahre. Wie viel insgesamt in deinem Leben hast du schon im Knast gesessen? Also mit dem, was ich jetzt abgesessen habe, komme ich ungefähr auf ungefähr 10, 12 Jahre. 10, 12 Jahre. Wie geht das in der Sicherheitsverwahrung zu? Erzähl mal. Ja, also wir haben ein paar Vorzüge gegenüber Strafgefangenen, dürfen eine Spielekonsole haben, muss aber dazu sagen, und das ist eigentlich der Grund, warum ich anrufe, ich möchte der Öffentlichkeit, um mal versuchen klarzumachen, dass denen da draußen, den Menschen da draußen der Gesellschaft, Sachen vorgegaukelt werden, von wegen hier würden die Puppen auf den Tisch tanzen und alle so eine Dinger. Die Speisekarte beispielsweise liest sich wie aus einem Hilton-Hotel, aber alle unter dem Aspekt Änderung vorbehalten. Und wenn wir denn unser Essen, ich sag mal auf Deutsch... Also darf ich unterbrechen? Ich glaube nicht, dass die Leute draußen denken, oder dass man hier draußen denkt, in der Sicherheitsbewahrung ging es sehr luxuriös zu. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, für die meisten, meine Person eingeschlossen, ist das so ein bisschen undurchschaubar. Was ist das eigentlich, Sicherheitsverwahrung? Lass mich nochmal konkret fragen. Du teilst dir eine Zelle mit einem anderen. Nee, ich habe meine Zelle für mich alleine. Die Zelle für dich allein? Ja, da ich ja Sicherungsverwahrter bin und ich darf meine Zelle auch angemessen selber einrichten. Ich habe hier zum Beispiel Möbel, die normaler Strafgefangener ja nicht haben darf. Geht es lockerer in der Sicherheitsverwahrung zu als im normalen Knast oder härter? Nee, eigentlich genauso wie ein Strafgefangener. Das ist ja genau das, worüber wir Sicherungsverwahrter, wir SVA auf Deutsch gesagt, uns täglich darüber aufregen, weil wir genauso gehalten werden wie Strafgefangene, was ja nicht sein darf. Wir werden nicht korrekt von den Strafgefangenen getrennt. Ja. Was wollt ihr denn? Ja, unsere Rechte. Das heißt, ihr wollt, dass das lockerer zugeht? Ja, so wie sich das, die Sicherungsverwahrung ist ja eine Maßregel zur Sicherung und Besserung. Ja. Du verbringst den ganzen Tag in deiner Zelle oder hast du eine Arbeit? Nee, ich darf zurzeit nicht arbeiten. Ich bin ab dem verletzten Knie vom Kampfsport. Ich habe gerissene Kreuzbänder und warte seit 2007 auf meine Operation. Ja. Soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und du hast gerade das mit dem Essen so anklingen lassen. Ist das Essen, würdest du sagen, ist das Essen okay oder ist es eher schlimm und eine Zumutung? Das ist eine Zumutung. Was gab es denn heute zum Beispiel? Gestern. Gestern, okay, ja. Bratwurst mit Bayerisch, Krautkartoffeln und Zwiebelsoße. Klingt ja nicht so schlecht. Ja, aber wenn du den Kram auf dem Teller hast, dann wirst du Bescheid. Da fällt ja alles, das Bayerisch Kraut. Also das ist gut, man verlangt ja von der Großküche nicht, dass mit Liebe gekocht wird. Ja. Aber vor 20 Jahren, oder 25, knapp 30 Jahren, wo ich das erste Mal hier war, da war das Essen auch schon schlecht, aber war weit besser als heute. Nun hast du ja, wie du es gerade nur angedeutet hast, eine ganze Menge auf dem Karpholz. Ja. Und du hast eine ganze Menge Scheiße gebaut und hast wahrscheinlich auch eine ganze Menge Leid angerichtet und verursacht. Wie stehst du denn heute? Wie stehst du denn so jetzt nach der Haftstrafe, du hast viel Zeit zum Nachdenken gehabt, zu deinem Leben? Ja, war schon scheiße irgendwo, war die ganzen Schutzschildabpressungen und das alles, was man als Rocker so macht. Also ist schon scheiße irgendwo, da Menschen gegenüber seine Überlegenheit in physischer Form darzustellen oder rüberzubringen und denen dann einzuschüchtern. Du sagst das sehr geschickt, die Überlegenheit in physischer Form darzustellen, das heißt, du hast dem einen in die Schnauze gehauen. Nee, das brauche ich gar nicht. Alleine meine Größe, meine Körperstatur und mein Aussehen als Rocker reichen meistens aus. Okay, aber du hast auch zugeschlagen.
zur Sache gegangen ist. Oder ich bin eigentlich gar nicht so der gewalttätige Typ. Aber in gewissen Situationen, ich bin halt nicht der Typ, der sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Ne? Würdest du so ganz allgemein sagen, das, was ich da alles gemacht habe, wofür ich auch angeklagt worden bin, das bereue ich aus tiefstem Herzen? Heute im Nachhinein schon, ja. Ja. Im Nachhinein schon, ja, weil man wird ja älter und ruhiger. Ich bin auch nicht mehr der brutale Rocker, so wie von früher. Ich bin viel ruhiger geworden. Wenn man dann in die Sicherheitsverwahrung kommt, gibt es ja wahrscheinlich von Seiten der Justiz eine Begründung dafür, von Seiten eines Richters, einer Staatsanwaltschaft. Ja, wie lautet die Begründung bei dir, dass du in Sicherheitsverwahrung gekommen bist? Na, die Begründung beruht auf dem Gutachten, was vorher erstellt wird. Da kommt ein Gutachter, der befragt einen. Ja, und was vermutet der Gutachter? Was sagt er über dich? Ach, der sagt nach Schema F über alle, egal welcher Täter oder Strafgefangener das ist, so nach dem Motto, die sind alle gleich, der hat weggesperrt und zum Wohle der Gesellschaft und. Na, der muss ja was Konkretes auch zu deiner Person sagen. Was hat er gesagt? Ja, Persönlichkeitsstörung etc. Aber die haben wir alle hier. Also das bleibt ja nicht aus. Und dann nach so vielen Jahren. Ja. Nach so vielen Jahren Knast bleibt das echt nicht aus. Da hat man irgendwo im Laufe der Zeit, ich sag mal auf Deutsch, eine kleine Klatsche. Ja. Absolut, das glaube ich auch. Ja, warst du im Knast, ging das überhaupt in einer psychologischen Behandlung? Die psychologische Behandlung, ich habe es versucht, das kann man vergessen, weil die Psychologe nicht auf der Seite des Probanden steht, sondern auf der Seite der Justiz. Und mit solchen Leuten kann ich nicht arbeiten, weil da keine Vertrauensbasis entsteht, weißt du, wie ich meine, Jürgen. Also du klingst so, als wärst du ziemlich abgefuckt von allem. Ich bin richtig abgefressen, ja. Und wenn ich mein Tai Chi nicht machen würde, ich glaube, dann wäre ich schon ausgerastet. Ich meditiere dreimal die Woche, montags, mittwochs, freitags, meditiere ich jeweils anderthalb Stunden, mache mein Tai Chi auf Zelle, nur damit ich einfach meine Coolness behalte. Darfst du eigentlich lesen? Hast du Zeitungen oder Bücher? Darfst du dir die bestellen? Ja, ich habe zum Beispiel eine Hardrock Heavy Metal Magazin habe ich. Ich habe einen LCD-Flachbildfernseher. Ich habe eine PlayStation 1, ich habe einen DVD-Player, ich habe eine Stereoanlage. Woher hast du das alles bekommen? Das darf man sich kaufen offiziell. Und woher hast du das Geld dafür? Durch Arbeit, durch Eigengeld, durch Taschengeld etc. Fließen da noch andere Gelder von früher, von Kumpels, da mit rein? Ja, unter anderem, ja. Denn dann, da habe ich hauptberuflich als Musiker gearbeitet. Ich war also ein kleiner Rockstar. Das heißt jetzt, dass du jetzt im Prinzip gar nicht weißt, ob du überhaupt je wieder mal auf freien Fuß kommst. Zurzeit sieht es so aus, ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man mit 47, das ist ja noch kein Alter, wenn man mit 47 im Knast sitzt und hat die Vorstellung, vielleicht werde ich mein ganzes Leben hier verbringen müssen, die tragen mich mit den Füßen nach vorne raus. Ja, man ist schon ein scheiß Feeling, irgendwo damit rechnen zu müssen, mit dem Zettel am See rausgetragen zu werden. Ne? Aber unterm Strich ist es so, seien wir doch mal ehrlich, man heult doch nur im stillen Kämmerlein. Hier ist es so im Knast, dass man eine gewisse Härte darstellen muss, den Unnahbaren, den Coolen und wie, ich bin der Beste und ich bin der Stärkste und sowas kotzt mich einfach an. Wenn ich die ganzen Patienten hier auf meiner Station rumrennen sehe, der eine hat da eine große Fresse, der andere will den an den Kopf hauen, dann fange ich nur an zu lachen, verpiss mich in meine Höhle, mach meine Musik an oder mach selber Musik. Weil ich hier so ein Musikprogramm habe, und da schalte ich dann einfach bei ab, weil ich die ganze Scheiße einfach nicht mehr habe. Ist diese Sicherheitsverwahrung, findet die in einem Gefängnis statt oder ist das ein extra Gebäude? Nee, die findet im Gefängnis statt. Die findet normal im Gefängnis statt in einem extra Block oder einer Etage oder ist es? Nee, ganz normal, ganz normaler Zellen. Ja, das ist ein Haus mit Wohngruppencharakter, der aber abgeschafft wurde. Und da sind zwei Stationen, die mit Sicherungsverwahrten belegt sind. Achso. Alle anderen sind Strafe. Habt ihr Jungs untereinander dann auch Kontakt? Ja, klar. Wir haben von morgens um 6:30 bis abends um 9:30 haben wir Aufschluss, können uns frei bewegen innerhalb der Stationen und können. Achso, dann sind die Zellentüren auf und dann könnt ihr rumlatschen. Genau, außer zu drei Zeiten, da ist dann halt die Grünheitsbewegung. Bei aller Sehnsucht nach Freiheit, macht dir Freiheit vielleicht auch ein bisschen Angst, wenn du doch mal wieder rauskämst und dich in dieser Welt hier zurechtfinden müsstest? Ja, nach so vielen Jahren Knast, wie gesagt, ich sitze jetzt knapp 9 Jahre. Im April sind es genau 9 Jahre, die ich jetzt am Stück sitze. Und das ist das erste Mal, dass ich so lange sitzen muss. Und das ist schon bedrückend.
Ich sehe andere Leute, die sitzen hier 30 Jahre und sollen entlassen werden. Die haben regelrechten Schiss vor der Freiheit. Das glaube ich. Ja, da sitzen Leute, die über 30 Jahre schon da sind. Ja. Die haben eine sogenannte Gefangenenbuchnummer von 69 und etwas später. Mhm. Also schon bedrückend, wenn ich daran denke, jetzt nach 9 Jahren Knast entlassen werden können oder so, da habe ich schon Angst da. Nehmen wir mal den Fall an, dass es doch irgendwann nochmal sein wird. Mhm. Hast du einen Plan, was du dann im Leben draußen in der Freiheit machen willst? Ja, na sicher, auf jeden Fall. Ich habe Pläne und Ziele, die werde ich auch erreichen, wenn ich entlassen werde. Was ist das? Umreiß es mal kurz. Also hauptsächlich ist es meine Musik. Wie gesagt, ich habe viele Jahre als Musiker gearbeitet. Ich hatte eine Band, ich habe ein Soloprojekt. Und ich war auch schon in Nordrhein-Westfalen mit meiner Band. Wir hatten eine Ruhrpott-Tournee gehabt. Mhm. Und da habe ich noch sämtliche Kontakte, meine Plattenfirma und mein Producer, die leben in Hamburg, mit denen bin ich regelmäßig in Kontakt. Also die Musik, das ist dein Steckenpferd und dein Ding. Und für dich wäre klar, du würdest auf keinen Fall mehr in das kriminelle Milieu abrutschen werden und wollen. Habe ich gar keinen Bock mehr. Ich bin jetzt fast 48, im Mai werde ich 48 und irgendwann fängt man an, anders zu denken. Gut, nun habe ich diesen Reifeprozess des Andersdenkens während der Haft gemacht. Verstehe. Aber ich sage mir aus meiner Sicht, es ist noch nicht zu spät, nochmal durchzustarten. So, Charlie, ich kann deinen Fall und deinen, da kann ich gar nicht drüber urteilen, was deine Vergangenheit anbelangt. Es war einmal interessant, mal mit jemandem zu reden, der in einer solchen Situation ist. Ja. Das kommt in dieser Sendung ja auch nicht so oft vor. Nee, möge es gerecht zugehen und solltest du rauskommen, wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du einen guten Start hinlegst und nochmal die Chance ergreifen kannst, ein ordentliches Leben zu führen. Das kann ich brauchen, Jürgen. Danke dir. Alles Gute von Herzen und Gruß an die anderen Jungs. Na, das wünsche ich dir und viel Erfolg bei deiner Sendung. Dankeschön, Charlie. Ich hoffe, dass ich diese Sendung noch ewig hin und weil ich finde die Sendung einfach super bombastisch und ohne Quatsch. Dankeschön, Charlie. Alles Gute. Alles klar, danke euch. Tschüss. So, ihr Lieben. Jetzt machen wir einen Hinweis auf morgen. Morgen ist nämlich wieder Themennacht hier bei uns und morgen gibt es den spätesten Jahresrückblick im deutschen Fernsehen und deutschen Radio. Morgen heißt unser Thema nämlich, das war mein Jahr 2010. Und ich möchte gerne ja mit euch über euer vergangenes Jahr reden, über das Jahr 2010. Was war im Jahre 2010 das Schönste, das Glücklichste für euch, was ihr vielleicht nie vergessen werdet und mit Sicherheit nie vergessen werdet? Und was war im Jahre 2010 das Traurigste, das Schrecklichste für euch, was ihr auch niemals werdet vergessen können? Also, das ist morgen unser Thema, der Jahresrückblick. Das war mein Jahr 2010. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. Da sind die Leitungen geschaltet oder dann während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hoffen wir, dass wir morgen pünktlich sind. Also das Thema heißt morgen, das war mein Jahr 2010. 1.33 Uhr und 25 Sekunden und hier ist Chris und Chris ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen Chris. Chris Norbert heißt ich eigentlich. Also Chris ist nur die Abkürzung. Darf ich Chris sagen? Ja, darfst du. Okay, sehr nett. Chris, um was geht's denn bei dir? Weswegen rufst du an? Ja, also bei mir geht's eigentlich darum, dass ich, also es ist ein heikles Thema. Ich habe quasi eine Affäre mit meiner Schwester. Oh. Ja. Also habt ihr auch zusammen gelebt? Seid ihr aufgewachsen oder habt ihr euch irgendwie später erst kennengelernt? Also sie lebt seit 4 Jahren bei uns. Also sie ist früh ausgezogen zu unserem Vater, also unsere Eltern leben getrennt. Wann ist sie ausgezogen zum Vater? Also sie ist mit meinem Vater groß geworden und ich lebe bei meiner Mutter. Mhm. Und ja, wir sind getrennt voneinander groß geworden. Ja. Sie ist seit 4 Jahren jetzt bei uns eingezogen, in unser Haus. Wie alt ist sie? Sie ist 23. Ja. Und weil unser Vater, also wir haben ja quasi, das ist ja auch mein Vater, also mein Erzeuger, der Norbert, der ist starker Alkoholiker. Mhm. Habt ihr denn, ihr Kinder, während der Zeit, als auch die Eltern getrennt waren, habt ihr nicht Kontakt miteinander gehabt? Also wir hatten wenig Kontakt, weil wir in verschiedenen Städten gewohnt haben. Aber ab und zu schon? Ja, ab und zu schon, klar, aber fast eigentlich nur telefonisch. Und jetzt, seitdem sie bei uns wohnt, sind wir uns halt näher gekommen. Hm. Sie wohnt seit 4 Jahren bei euch, das heißt bei deiner Mutter?
seit 4 Jahren genau bei uns, also bei meiner Mutter und ihrem neuen, quasi ihrem Mann, meinem Vater, quasi für mich Vaterfigur. Und da wohnst du auch in diesem Haus oder in dieser Wohnung? Da lebe ich auch in diesem Haus, genau. Ja. Und seit wann hast du dich jetzt in deine Schwester verliebt? Ja, vor einem halben Jahr hat Miriam, also meine Schwester heißt Miriam, sie hatte Geburtstag und da war halt eine Feier. Wir feiern halt sehr viel und da ist es halt irgendwie dazu gekommen, dass wir halt uns näher kamen und uns geküsst haben. Und, Und was ist seitdem passiert? Ja, seitdem, also wir hatten noch keinen eigentlichen Sex, aber ja, wie soll ich sagen? Du hättest schon gerne. Ja, ich denke, sie hätte es auch schon gern, aber also... Sprecht ihr darüber, dass ihr euch verliebt habt ineinander? Ja, in den Momenten, wo wir zusammen sind, aber davon außerhalb eigentlich gar nicht. Aber das ist ja auch eine heikle Situation. Ihr seid ja jeden Tag zusammen. Ihr sitzt am Frühstückstisch, am Abendbrottisch zusammen. Ja, das Gute ist, dass wir verschiedene, also... Wir gehen zu verschiedenen Zeiten, verlassen wir das Haus und kommen wieder und dadurch sehen wir uns in der Woche halt eigentlich eher selten und an den Wochenenden, da sind halt immer Feiern bei uns und meistens. Hat das irgendjemand schon mitbekommen? Also bis jetzt, zum Glück hat es keiner mitbekommen. Ich habe es einem erzählt, dem Pierre, aber ja. Er ist mein bester Freund. Achso. Ihm kann ich sowas erzählen. Er ist auch homosexuell und er hat für mich Verständnis. Also für die Sache hat er keines Verständnis. Er sagt zwar immer nein und das geht nicht. Und aber er... Ja. Bist du denn solo oder hast du auch noch eine Freundin? Nee, ich habe keine Freundin. Und deine Schwester hat auch keine... Also ich bin eigentlich... Also ja, das ist auch alles ein bisschen verzwickt. Und also der Pierre ist ja mein Kollege, mein Freund und... Ich bin eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt homosexuell groß so mein Leben gezogen. Ja, jetzt wird es aber ganz kompliziert. Du bist eigentlich schwul. Ja. Und glaubst aber jetzt, dass du dich in deine Schwester verliebt hast? Das ist das zweite Problem. Hast du denn schon mal Kontakt zu einer Frau gehabt? Also eigentlich bis dato nicht und... halt irgendwie, seitdem sie halt bei uns lebt, ist es halt alles so kompliziert geworden. Weiß sie, dass du eigentlich schwul bist? Das weiß sie. Und dieser Pierre, oder wie immer er heißt, Marc, ist es dein Freund oder dein Kumpel? Also er war Kumpel? Mal, er ist nur noch mein Kumpel oder mein Freund, wie gesagt. Wir waren mal zusammen, aber ja... Aber dann muss Pierre doch auch völlig von den Socken sein, wenn du ihm sagst, du, der du bisher nur schwul gelebt hast, ich habe ihn in meine Schwester verliebt. Das war der Grund, warum er mir erst gar nicht diese ganze Sache glauben wollte. Und jetzt mittlerweile ist es halt soweit, dass er sagt, ich muss das unbedingt beenden. Und lass uns doch mal über diesen Begriff verliebt reden. Vielleicht meint der in diesem Fall ja auch ein bisschen was anderes. Frage zum Beispiel, hast du überhaupt ein richtiges sexuelles Interesse an deiner Schwester? Oder ist es? Ja, ich denke für mich, dass es gäbe es. Also ich weiß es auch nicht genau. Es gibt ja wirklich sehr, sehr vielfältige, auch durchaus innige Beziehungen zwischen Schwulen und Frauen, die aber nicht im sexuellen Sinne, im klassischen heterosexuellen Sinne zu sehen sind. Vielleicht ist das bei dir so eine Form, das ist deine Schwester, das ist vielleicht auch eine sehr gute Freundin mittlerweile. Und gut, dann kann man sich auch mal ein bisschen umarmen, auch mal küssen oder einen Knutscher geben, das ist dann auch okay. Aber es ist ja keine klassische heterosexuelle Verbindung. Ja, aber es ist, also in der Zeit, die wir zusammen verbringen, da ist alles so einfach und so unkompliziert und... Ich weiß nicht. Ja gut, das könnte ja auch ein Indiz für eine tolle Freundschaft sein. Eine innige Verbindung. Ja. Was sagt sie denn, wenn ihr darüber sprecht? Was sagt sie? Ja, also sie wird, also in den Momenten, wo wir drüber sprechen, weil wir sehen uns ja nicht so oft, sie kommt spät nachts nach Hause oder zu anderen Zeiten als ich. Meistens schlafe ich oder sie schläft schon und oder noch oder wie auch immer. Und ja, wir sprechen eigentlich
quasi nie darüber, außer in den Minuten, Momenten halt, die wir zusammen verbringen und dann. Dann sprich doch mal ganz offen mit ihr. So ist das ja vielleicht auch irgendwie so eine Sache, die sich verselbstständigt in deinem Kopf. Red doch mal ganz klar mit ihr über das Problem, so wie mit mir gerade. Eben auch mit deiner eigentlichen sexuellen Orientierung. Leg mal alles so auf den Tisch. Mal sehen, wie sie reagiert und was dann geschieht in dem Gespräch. Ja, ich dachte vielleicht, also ich bin ja bis jetzt schwul halt meinen Weg gegangen, weil ich halt wirklich dachte, ich wäre schwul. Also es war für mich eigentlich klar. Und Chris, es gibt den Wandel, dass heterosexuelle Männer irgendwann auch Lust auf Männer empfinden und bisexuell oder schwul werden, das gibt es. Es gibt auch den umgekehrten Fall auch, seltener, aber das habe ich auch schon mitbekommen und gehört. Das auch mittlerweile denke ich, vielleicht bin ich nur also schwul geworden dadurch, dass ich halt früher so viel Abneigung oder Ablehnung erfahren habe. Mhm. Das heißt, du bist dir in deiner sexuellen Identität im Moment gar nicht so ganz klar. Ja, und das ist und das du bist Problem sehr irritiert jetzt durch die Schwester, weil du da Empfindungen hast, die du so zu einer Frau noch nie hattest. Ja, genau. Mhm. Aber bin ich eigentlich sehr männlich. Also ich bin eigentlich, ich sehe sehr männlich aus. Ich fahre ein schönes, getuntes Auto. Ich bin Anaboliker, ich bin breit. Ja, gut. Was meinst du, wie viele Schwule männlich aussehen und männlich leben? Ja, ich denke immer halt jetzt so, wenn ich dich jetzt nehme, das ist ja nicht persönlich gemeint, aber du bist ja jetzt nicht unbedingt ein Kleiderschrank. Nö, also Kleiderschrank nicht persönlich gemeint. Ja, und was heißt das? Ja, das heißt, ich habe mir auch, also deine Figur oder deine Silhouette passt in die homosexuellen Szene und so eine wie ich ist halt so männlich, denke ich mir vielleicht mittlerweile, oder? Ach ja, das ist Klischee-Denken. Aber darüber müssen wir gar nicht uns unterhalten. Wir unterhalten uns hier über deine Freundin, über deine Schwester. Ja, die Chris, also ich bin da sehr skeptisch, was das ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine wirkliche klassische Verliebtheit ist, sondern eine Verwirrung im Moment der Gefühle, vielleicht auch aufgrund deiner nicht klaren Identität oder warst ja, du der Pierre? Der Pierre sagt zu mir, er wäre der Erste, also ich wäre der Erste, der auf einmal quasi das Ufer wechselt. Warst du denn bisher gerne schwul? Ja. Ja, also mit voller Leidenschaft. Ja, also ich denke schon. Also wir sind mein Freund, der Pierre, der ist ja auch hier und ich weiß ja nicht, wir sind zu dritt und wir reden eigentlich über vieles und alles und das ist eigentlich bis jetzt alles so. So, also ich würde erstmal jetzt dir raten, dich mit deiner Schwester richtig auseinanderzusetzen und richtig mal zu reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch für dich oder für sie, dass einfach die Situation ein bisschen mehr geklärt wird. So stochern wir da doch ein bisschen im Nebel. Hast du recht. Ich vermute, dass das nicht eine wirkliche Verliebtheit ist, aber das muss man dann sehen. Okay, so, ja. Wenn es dann sich weiterentwickeln sollte, ist es natürlich problematisch, das ist ja völlig klar. Ne? Sehr problematisch. Und dann sind wir an einer Stelle, wo wir gar nicht weiterkommen. Ja, das ist in der Tat so. Wo wir auch eigentlich gar nicht weiter dürfen. Und das ist halt das Problem. Ja. Chris, geh erstmal diesen Weg. Und wenn du meinst, dass es irgendwie, dass du einfach wirklich nicht weiterkommst, mail uns doch bitte nochmal und entweder meldet sich jemand von uns oder wir beide unterhalten uns nochmal. Okay? Ja, okay. Ja. Alles klar. Wünsche ich dann alles. Dann Domian, sage ich dir noch vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir, Chris. Ich grüße den Michael und den Dominik. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao. 1.44 Uhr. Hier ist Nathalie und die Nathalie ist 38. Guten Morgen, Nathalie. Ja, guten Morgen, Domian. Nathalie, um was geht's bei dir? Ich habe folgendes Problem und zwar, ich stehe momentan zwischen zwei Männern. Mhm. Also ich fange eigentlich einfach mal so an. Ich bin seit voriges Jahr, 1.4. bin ich von meinem Mann getrennt und habe im Grunde genommen ein stinknormales Leben gehabt. War ganz normal Hausfrau und Mutter. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? Über 10 Jahre. Ja, Kinder? Ja. Wie viel? Mehrere. Ja. Ja. Wie da raus mit der Sprache. Wie viele Kinder? 5 Kinder. Fünf Kinder? Mhm. Mit diesem einen Mann?
ja, habe auch so einen ganz großen Sohn, der wohnt nicht mehr zu Hause, eine Tochter. Und ja. Aber mit dem Mann kannst du nicht einen ganz großen Sohn haben, weil du mit dem ja nur 10 Jahre verheiratet warst. Ja, ich habe aus einer früheren Beziehung habe ich diesen Sohn und diese Tochter mitgebracht. Okay, so seit 1.4. letzten Jahres getrennt. Richtig, und mein Mann, der ist, wie gesagt, der ist viel fremdgegangen und ja, dadurch hat sich eigentlich vieles bei uns geändert. Also ich bin im Grunde genommen sehr dick geworden und habe also unter der Ehe eigentlich auch sehr gelitten, weil er, wie gesagt, auch fremdgegangen ist ganz oft. Und also mir hat im Grunde genommen, mein Partner, mir hat eigentlich alles gefehlt. Also er war eigentlich, wenn er zu Hause war, dann eigentlich nur zum Meckern und zum Fertigmachen. So, das heißt, du hast dich von ihm getrennt? Ja. Also es war ganz klar deine Entscheidung und... War meine Entscheidung durch viel Zuspruch von halt guten Freunden und hat mich dann, wie gesagt, getrennt und hat dann auch sehr stark abgenommen. Also würde sagen, ich habe jetzt also eine recht angenehme Figur, sehe auch ganz anders aus wie vorher. Also vorher hätte man mich mit einer alten Frau verglichen, heute sehe ich recht gut aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also bin im Grunde genommen auch hochgekommen. Aber ja, dann fing es an, dass ich viel auf einer Datingline telefoniert habe und dann, wie gesagt, immer wieder dazu gekommen bin, dass ich mit sexuelle Kontakte gesucht habe. Die du dann auch ausgeführt hast? Ja, ja. Ich habe das also richtig extrem eigentlich auch ausgelebt. Das heißt, du hast das richtig nachgeholt, was du vielleicht in all den Jahren nicht mehr so erlebt hast? Richtig, ja. So, und jetzt stehst du zwischen zwei Männern? Richtig. Ich habe also über diese Datingline zwei Männer kennengelernt. Wo ich jetzt, den einen, den habe ich mir wahrscheinlich selber versaut, der will mich gar nicht mehr sehen. Und weil da aber auch wieder dieses Misstrauen halt war und habe mich dann aber auch in eine andere Beziehung eingelassen mit einem verheirateten Mann. Und habe es dann auf irgendeine Art und Weise natürlich auch Gewissensbisse, weil im Grunde genommen ich immer die betrogene Ehefrau war und im Grunde genommen jetzt eine Frau das anzuhe, was ich... Lass uns mal eben noch über den anderen. Wieso will der von dir nichts mehr wissen? Ja, wir hatten uns mal getroffen und dieses Treffen war eigentlich ganz nett gewesen, aber wollten uns dann auch nochmal treffen, aber dann kam so Ausreden, der kommt aus Bonn. Woher kommt er? Aus Bonn. Aus Bonn. Köln-Bonn. Ja, das heißt, ihr habt euch nur zweimal gesehen? Ja. Gut, dann kannst du auch nicht die große Liebe sein. Nee, aber hab mich verguckt. Kann ich nicht erklären, ist mir auch noch nie passiert. Aber wenn das so sperrig ist, dann kannst du doch nicht sagen, dass du zwischen zwei Männern stehst, wenn der eine Mann so nichts von dir will. Ich versuche es ja immer wieder. Achso, du hechelst ihm hinterher. Ich suche irgendwie immer wieder den Kontakt. Und er will eigentlich nicht, aber meldet sich trotzdem dann so zwischendurch. Ich probiere es eigentlich auch immer wieder. Wie lange liegt das denn zurück, dass ihr euch gesehen habt? Ein paar Wochen jetzt. Ein paar Wochen. Und wie äußert er sich, dass er das nicht möchte? Was sagt er? Ja, weil ich ihn sehr verletzt habe. Du hast ihn verletzt? Warum? Ja, ich habe ihm nicht so nette SMS geschrieben und die Anrufe waren von mir auch nicht so nett, weil ich dann auch ziemlich durchgedreht bin. Was hast du denn in der SMS geschrieben? Sehr böse Dinge. Ich weiß gar nicht, ob man die so sagen darf. Doch. Sag mal, damit ich verstehe, warum der so sauer ist. Ja, dass er im Grunde genommen sowieso impotent ist und Probleme mit seinem Schwanz hat. So. Weil, Treffen war dann halt... Ja, Problem ist bei mir auch, wie gesagt, ich erhoffe mir von diesen Treffen immer was. Bei dem war es halt anders, da ist es also nicht sofort auf dieser sexuellen Schiene gewesen. Ach so, das wollte er nicht und deshalb hast du ihn dann so beschimpft. Ja, er wollte schon, aber war sich dann doch nicht sicher. Ich meine, ich habe ihm gefallen und alles und wir haben jetzt auch ein bisschen rumgemacht, aber... Ja, also okay, du warst sauer, dass es nicht dazu gekommen ist und dann bist du ihn so angegangen. Ja, erstmal das und er wollte sich dann immer wieder mit mir treffen und dann immer so dumme Ausreden. Er müsste dann zu seinen Eltern und die wohnen dann auch weiter weg, ich glaube im Westerwald oder so. Kann ja sein, dass der Mann wirklich keinen Bock auf dich hat. Ja, oder so, aber hat ja immer wieder angerufen und war auch schon direkt dran von wegen mit herunterziehen und ob ich mir nochmal vorstellen könnte, ein Kind zu kriegen. Was ist denn das für ein...
Quatschkram. Ihr seid, du bist 38 und der Typ. Ich weiß, aber es war wirklich so. Wie kann man denn da über Kind kriegen reden, wenn man überhaupt noch nicht miteinander zusammengekommen ist und quasi nur Probleme hat? Oder wie kann man da über herziehen, also umziehen reden? Keine Ahnung. Ja, okay, also das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir es so. Ja, ich weiß. Hat mir auch eine Freundin gesagt. So, und der andere ist jetzt verheiratet. Mhm. Und mit dem hast du aber deinen Techtelmechtel? Richtig, ja. Eine richtige Affäre. Richtige Affäre? Ja. Mit allem drum und dran? Richtig. Wir sehen uns auch regelmäßig, aber wie gesagt. Du bist verliebt? Ja, aber auf der anderen Seite bin ich in den anderen verliebt. Also da möchte ich eigentlich, aber ja. Ach so, das heißt, wenn der andere wollen würde, wärst du eigentlich bei dem? Ja. Tja. Natürlich, manchmal. Ja, so manchmal ist das Leben halt kompliziert. Denn ich weiß. Dann wollen die einen nicht und man will und dann steht man da. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden und man eine Konsequenz auch ziehen. Der eine wollte ja, aber ich hab's versaut. Ja, aber von dem ersten, das klingt mir alles komisch. Das klingt mir wirklich komisch. Hat er denn auch mal klar gesagt, also ganz klar formuliert, ich möchte mit dir eigentlich keine Verbindung haben? Ja, jetzt zuletzt, was mich dann eigentlich auch ziemlich runtergerissen hat. Okay. War dann heute gewesen, weil ich war dann, Hat er gesagt, er will das nicht? Ja. So, dann wollen wir das mal zur Kenntnis nehmen und mal sehr ernst nehmen. Und wollen uns mal nicht wie im Kindergarten verhalten. Ja, ich weiß, ich bin 38, aber ich fühle mich momentan, glaube ich, wie eine 15-Jährige. So klingst du auch. Ganz komisch, ja. Hin und her und da und hier und für, So, wenn du mit dem anderen, mit dem Verheirateten, ich meine, gut, du hast ein schlechtes Gewissen der Ehefrau gegenüber. Das hauptschlechte Gewissen, finde ich, sollte er haben, weil er sich darauf einlässt. Aber wenn du sowieso nicht so wirklich in den verliebt bist, dann... Ja, aber der Sex ist gut. Okay, dann siehst du ganz einfach nur als Sexgeschichte. Ja. Du bist ein bisschen durchfinden, ne, glaube ich. Ja, total. Was ist eigentlich mit, da sind ja jetzt auch noch Kinder. Ja. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Wie viele Kinder sind jetzt übrig geblieben von den 5? 3 noch? 3, ja. 3. Das heißt, du bist auch gut beschäftigt mit den Kindern. Ja, auf jeden Fall. Die sind im Alter von bis? Von 4 Jahre bis 12. Ja, da hast du aber richtig was zu tun. Ja, richtig. Wie gesagt, ich führe irgendwie so ein Doppelleben. Wie gesagt, das ist... Also ich kann dir generell nur sagen, Nathalie, klammer dich nicht an Sachen fest, die eigentlich nichts sind. Da machst du dich nur lächerlich und letztendlich weiterhin unglücklich. Damit will ich sagen, dass du wahrscheinlich von dem ersten auf Abstand gehen solltest. Mhm. Und was den zweiten anbelangt, wenn du sagst, der Sex ist gut, dann lebe den Sex mit dem. Aber ich glaube, du hast eine andere Sehnsucht, ne? Du wirst dich wieder verlieben. Ja, wie gesagt, Sex habe ich genug, also ob jetzt mit dem verheirateten Mann oder mit anderen Männern. Dann musst du halt tapfer weitersuchen, bis du jemanden findest, wo es dann auch passt. Aber das findet sich eben nicht so schnell, auch nicht auf Dating-Lines. Ja. Das ist ein mühsames Geschäft, die Liebe. Ja. Ja. Liebe Nathalie, mehr kann ich ja gar nicht sagen, aber lass die Finger von dem einen, also von dem ersten. Mhm. Ich glaube, meine Intuition sagt mir, es ist besser für dich. Aber schwer. Ja, klar. Wenn du scharf auf den bist und den gerne hättest, ist es schwer. Aber wenn man einmal sowas gesagt bekommt, muss man das registrieren und man muss da mit erhobenem Haupt rausgehen aus so einer Sache. Nicht wie ein Klammeraffe da sein. Ja. Ne? Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ja, danke. Gute Entscheidung. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Marcel. Marcel ist 22. Marcel, guten Morgen. Oh, hallo Domian. Hi. So, wir haben also Sachen recherchiert und zusammengetragen. Da sind nämlich so Sachen aufgekommen, dass Michael Jackson noch leben soll. Ach du Gott. Ja, genau. Gut, das war ja schon bei vielen Künstlern, ne? Aber War das bei vielen Künstlern, die tot waren? Bei Tupac war das, bei Elvis und so. Wie, aber Elvis lebt auch noch? Also Moment, stopp. Recherchiert. Okay, erzähl du mal von Michael. Also du hast recherchiert, dass er noch lebt. Ja, also da sind ein paar Jungs im Internet, die haben das recherchiert und ich habe mir das angeguckt und das klingt sehr plausibel. Da gibt es auch Bilder und alles zu. Also erstmal,
TMZ hat bekannt gegeben, dass Michael Jackson tot ist, bevor überhaupt irgendeiner wusste, dass Michael Jackson tot ist. Ja, dieses TMZ, was ist TMZ? Genau, dieses TMZ. So, und dann halt, war, was ist TMZ? Wie bitte? Was ist TMZ? TMZ ist so ein Nachrichtenportal für Prominente. Ah, okay. Ja, dann war da... Hatten die eine vielleicht gute Verbindung? Ja, ich denke das, aber weiß ich nicht. Da sind so viele Sachen. Also ich habe bestimmt 15 Punkte, die ich hier vor mir liegen habe. Pass auf, Eva, die jetzt durchgehen. Ja, okay. Ehe wir die jetzt durchgehen, wollte ich was sagen. Ja. Also in der Regel halte ich solche Theorien immer für Blödsinn. Ich auch. Aber selbst für den Fall, er würde noch leben, was hast denn du davon? Davon habe ich eigentlich nichts, aber... Also was interessiert dich das so sehr? Weil ich ein großer Fan von dem war. Mhm. Oder bin. Mhm. Ich habe den gerne gehört und ja, ich fand den gut. Ja, warum sollte er denn so eine komische Lügengeschichte von sich verbreiten? Ja, dazu gibt's ja, wie gesagt, dazu habe ich ja was. Der hat also erstmal Geldnot gehabt und wenn man Geldnot hat, braucht man Geld, ist da logisch. Und wenn man dann stirbt als so ein Megastar wie Michael Jackson, dann kommen da schon wieder Millionen zusammen, um Geld zu verdienen. Sehr viel sogar. Ja, so 750 Millionen ungefähr. Weiß die Zahl nicht, aber da ist sehr viel umgesetzt worden, ja, stimmt. Ja, mhm. Okay, also der hat also, da gibt's eine Firma, die heißt The Final Curtain und er hat in seiner Ansage... wo er gesagt hat, dass seine letzten Shows kommen, gesagt, this will be my last show, this is the final curtain call, der letzte Vorhang fällt. Und es gibt also eine Firma, die diese Sachen inszeniert, zum Beispiel im Forest Long oder so. Und da gibt's ja, im Forest Long, also das sollte ja live sein, diese Beerdigung, ist da aber nicht. Mhm. Da sind also Bilder im Internet, die zeigen, dass diese Beerdigung nur von den Luftaufnahmen her live war. Und dass die Beerdigung selber also in einem Studio gedreht wurde. Ach, das ist doch alles Quatsch. Das war einer der größten Megastars dieser Welt. Richtig. Da waren so viele Menschen daran beteiligt, an dieser Beerdigungszeremonie. Du glaubst doch nicht, dass nicht einer irgendwie was hätte durchsickern lassen. Oder ein Journalist aus Amerika Richtig. Das nicht rausgekriegt hat. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber dann erklär mir doch mal bitte, warum die Produktion, also da waren... als This Is It produziert wurde, das sind, weiß ich nicht, 25 Millionen Dollar Produktionskosten gewesen. Hm. Der Produzent ist also auf seinen Kosten sitzen geblieben, hat aber vorher eine Versicherung abgeschlossen, dass bei Michael Jackson einen Tablettentod stirbt, dass er dann 17, so und so viel Millionen zurückbekommt. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber ich weiß es auch nicht, aber als ich das gelesen habe... Da sind einfach zu viele, da wären zu viele Interessen im Spiel, dieses aufzudecken. Das wäre natürlich für die großen amerikanischen Medien eine wahnsinnige Story, das aufzudecken. Richtig. Das insofern habe ich da großes Vertrauen, dass das alles stimmt, weil da hätte irgendjemand das Lex schon rausbekommen. Wo soll er eigentlich angeblich leben? Gibt es auch schon Thesen? Ja, in Arabien irgendwo. Ach, in Arabien. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Warum gerade da? Gerade er als Schwuler in Arabien, na super. Ja, genau. Der hat ein schönes Leben. Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Nee, aber, also wie gesagt, das hat mich in dem Moment einfach nur sehr interessiert, als ich das gelesen habe. Es gibt ja immer solche Verschwörungstheorien von allen möglichen Sachen. Angeblich waren die Amis ja auch nicht auf dem Mond, sondern das hat man irgendwo... Ja, genau. Ach, das ist alles Quatsch. Das ist richtig. Ja, das ist alles Quatsch. Ich glaube, die Leute haben einfach zu viel Langeweile und beschäftigen sich damit. Und hast du es denn so ein bisschen geglaubt auch? Oder wolltest du es einfach mal so erzählen, dass du das gelesen hast? Ich habe im ersten Augenblick schon so mir Gedanken gemacht, ob ich das glauben kann oder nicht. Aber ich bin mir heute noch nicht schlüssig. Mhm. Weil das sind 150 Minuten Bildmaterial gewesen, die ich da gesehen habe. Naja, klar. Naja, die packen alles zusammen. Das ist schon richtig. Ich kann dir aber noch was anderes sagen. Der hat ja diesen Film gemacht. Und da war noch gar nicht die Rede davon, dass ein Film kommen sollte. Das sollten ja nur Probeaufnahmen für ein Konzert werden. Und dieser Regisseur, der diesen Film gemacht hat, hat gesagt, jetzt ist der Film im Kasten. Und da stand das noch gar nicht fest, dass dass da so ein Film geben wird. Und in dem Film selber sieht man auch auf der Bühne, in dem Trailer, die Todesurzeit von Michael Jackson. Ja. Warum sollte man eine Todesurzeit in einen Film mit reinbringen? Also Marcel, das wäre die Weltsensation, wenn es stimmen würde. Aber ich sag's nochmal, ich glaube es nicht. Ich muss leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Aber du hast deine These hier erzählt. Ich kannte das noch gar nicht. Nehmen wir es mal so hin. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss Marcel. Ciao. Ciao. In der Technik heute Nacht war Moritz Güldenring und ich sage euch nochmal unser Thema morgen. Unser Thema heißt, das war mein Jahr 2010. Ich möchte gerne mit euch über euer Jahr 2010 sprechen. Was war das
Schönste und was war das Traurigste im letzten Jahr für euch persönlich, ganz persönlich? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bye, bye.